Hey, komm her, Süße. Hör auf! Lass mich los! Was glotzt du so, Alter? Es gibt Leute, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte. Schon mal aufgefallen? So einer bin ich. Mann, du spinnst doch. Hau ab, Mann. Dad, du hast dein Leben lang schwer geschuftet. Du könntest langsam mal dran denken, ein bisschen kürzer zu treten. Diese Heime sind nicht so, wie du sie dir vorstellst. Nein, sind toll. Da ist es schön. Uns an seinem Geburtstag rauszuwerfen, ich wusste, es ist keine gute Idee. Das müssen die Chinesen auch unbedingt in die Gegend hier ziehen. Dorothy hat ausdrücklich erwähnt, dass sie sich wünscht, dass sie zur Beichte gehen. Dann beichte ich ihnen, dass ich nicht wünsche, zur Beichte zu gehen. Zu dem Knaben, der es seit kurzem Priester ist. Runter von meinem Rasen. Hey, pass bloß auf, du. Gehen wir. Danke. Ich habe gehört, es gab hier Ärger in der Nachbarschaft. Wieso haben Sie nicht die Polizei geholt? Ich habe gebetet, dass Sie hier auftauchen, aber keiner hat mich gehört. Weshalb schleppt ihr den ganzen Müll hier an? Sie haben Tao gerettet. Ich habe niemanden gerettet. Sie sind ein Held für uns. Ich bin kein Held. Wir wollen grillen. Möchten Sie rüberkommen? Es gibt auch Bier. Von mir aus trinke ich eben mit fremden Leuten. Die Jungs, die neulich nachts hier waren. Was sind das für welche? Ist nur eine Gang. Und jetzt hör zu. Komm nie wieder, denn wenn ich nochmal aufkreuzen muss, wird's hässlich. Wie war das, jemanden umzubringen? Das willst du nicht wissen. Tao und Su finden keinen Frieden in der Welt, solange diese Gang sich hier rumtreibt. Was werden sie tun, Ward? Was immer es sein mag, die haben keine Chance.